Ja, hallo Sebastian, freut uns sehr, dass du heute hier bist und dass du bereit bist, mit uns ein kleines Interview durchzuführen. Freue mich auch sehr, sehr gerne. Genau, wir würden heute gerne ein paar Fragen zum Thema Social Media und Influencer Marketing mit dir zusammen erarbeiten. Vorweg, wenn du irgendeine Frage nicht beantworten möchtest, ist das gar kein Thema, dann sag das ruhig, alles entspannt. Und ansonsten würde ich sagen, können wir direkt loslegen. Auf jeden Fall. Als erstes würden wir erstmal nachfragen wollen, wie du überhaupt zu Social Media gekommen bist. Also die Geschichte lief folgendermaßen. Wie so viele andere Familien auch, hatten wir auch so einen Ort, wo wir ganz gern früher hingefahren sind im Urlaub. Das war bei uns so an der Nordsee und das ist irgendwie Familientradition geworden. Wir sind da jedes Jahr hingefahren und hatten da auch dann einen Freundeskreis von Gleichaltrigen, die auch jedes Jahr da hingefahren sind. Und dann kamen da eines Tages zwei Freunde von uns an mit so einem neuen, für uns damals neuen, und haben uns den vorgestellt. Und der hatte eben damals YouTube gemacht. Und das war 2011 oder sowas, denke ich. Das hatte keiner auf dem Schirm damals. Da war YouTube ein Ort, wo man sich Musikvideos angeschaut hat. Aber der hatte das schon gemacht, auch arbeitsmäßig quasi. Und ja, mit dem hatte dann mein kleiner Bruder sich angefreundet. Und der hatte meinen kleinen Bruder dann dazu bewegt, dass er 2013 seinen eigenen YouTube-Kanal startet. Und dann habe ich das bei meinem kleinen Bruder gesehen, dachte mir, da habe ich auch Bock drauf. Und so ging es dann 2013 bei uns beiden los. Okay, kannst du dich noch daran erinnern, was das Thema in deinem ersten Post oder YouTube-Video war? Ja, auf jeden Fall. Das war ein Minecraft-Video. Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt schon 2, 3 Monate auf YouTube aktiv und ich habe mit ihm dann ein Minecraft-Video gemacht. Also da gab es so Abenteuer-Maps, heißt das. Also da lädt man sich so eine vorkonfigurierte Welt in Minecraft runter und muss dann halt so Rätsel lösen da drin. Das war das. The Lost Potato hieß das damals, das weiß ich auch noch. Okay. Wie war denn so die Resonanz zu dem Video und wie hast du dich selber dabei gefühlt? Für mich war das unfassbar ungewohnt, wie das auch sicher noch ein halbes Jahr, Jahr oder Jahre später auch noch war. Das ist immer noch, also wenn man eine Kamera, auch wenn ich mich sehr wohlfühle vor der Kamera, ist es immer noch mal ein anderes Ding, wenn eine Kamera an ist, man ist immer noch vielleicht ein bisschen noch aufgeregt oder so. Aber ja, also ich war unfassbar aufgeregt, unfassbar. Ich habe Gefühle, habe ich mich ganz anders verhalten, als ich eigentlich bin, weil ich so nervös war. Ja. Weißt du denn ungefähr, wie alt deine Zielgruppe ist? Also das, was du selber quasi also die Kinder, die du damit erreichen möchtest, die Jugendlichen, die du erreichen willst oder auch Erwachsene. Und was schätzt du, wie alt die im Schnitt sind? Also ich würde sagen, das hat sich im Laufe der Jahre krass verändert. Also früher, als ich noch Minecraft-Videos gemacht habe, hatte ich auch viele noch jüngere Zuschauer. Das war auch so gerade ein großes Ding damals, auch so bei so, keine Ahnung, so Jungs vom Alter so von, keine Ahnung, 10 bis 15, 16. Dann habe ich ja jetzt auch in letzter Zeit viele Autovideos gemacht. Da habe ich auch teilweise Zuschauer über 40 und so, mit denen ich auch im Kontakt bin. Und ja, also das hängt ganz stark von den Inhalten ab, die man so produziert. Und wenn man die verändert mit der Zeit, dann verändert sich auch ein bisschen die Zielgruppe, auch hinsichtlich des Alters. Siehst du dich selber in der Rolle als Vorbild und wenn ja, wie gehst du damit um? Ja, schon. Also einerseits muss man sagen, ist es auch ein bisschen Druck, weil man weiß, alles, was man sagt, wird auf die Goldwaage gelegt. Und wenn 50, 100.000 Leute dein Video anschauen, dann weißt du, einer von denen hat heute ganz, ganz, ganz gehörig einen schlechten Tag. Und wenn du jetzt einen Fehler machst, dann lässt er das an dir raus. Ja, bei den Autovideos zum Beispiel, was ich da für Hasskommentare bekommen habe, weil ich irgendwie ein, zwei Zahlen durcheinander gebracht habe. Das ist schon hart. Ja, also dadurch lernt man, okay, ich muss aufpassen, was ich sage. Aber jetzt auch nicht nur auf mich bezogen, sondern ich will jetzt auch nicht mit den Inhalten, die ich mache, Leuten schaden oder ja, eben ein schlechtes Vorbild sein, Leuten zu was verleiten, was vielleicht schlecht für sie ist. Das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Ja. Wie ist denn deine Meinung so generell zu den Inhalten, zum Beispiel auch auf Instagram? Würdest du da gerne irgendwas verändern? Also ich weiß nicht, ob ich das Superhirn bin, was so der Welt vorgeben kann, was auf Instagram stattfinden sollte. Ich sehe es schon auch kritisch, wie viele Leute so eine Tendenz haben, sich selbst darzustellen. Das sehe ich auch in meinem eigenen Umfeld, aber das sieht man ja auch auf den verschiedenen Plattformen. Also, dass Leute, keine Ahnung, wenn irgendwie was Cooles in ihrem Leben passiert, ist die erste Reaktion nicht so, boah, geil, ich genieße das jetzt, sondern sofort Handy raus. Und dann sieht man es nur noch durch seinen Bildschirm vom Handy, was da passiert, damit man sie ja posten kann und den anderen zeigen kann. Das finde ich schade, dass ja, Social Media
verurteile ich jetzt mal dafür in dem Punkt, dass es sowas gefördert hat, dass Leute so viel krassere Tendenz haben, sich darzustellen. Das finde ich sehr, sehr schade eigentlich. Zum Stück weit kann man es auch nachvollziehen, gerade so als junger Mensch möchte man ja auch irgendwie, weiß man vielleicht noch nicht genau, wer bin ich und so, und ich will, dass die Leute mich mögen und so, und macht deswegen sowas gerne, aber das hat schon zugenommen, glaube ich. Welche Auswirkungen, glaubst du denn, hat das vor allem auch auf die jüngere Zielgruppe? Naja, also ich glaube, ein Problem mit vielen jungen Leuten ist, dass die das einfach so ein Smartphone oder einen Internetzugang in ihrem Kinderzimmer haben, wie sie, keine Ahnung, weiß nicht, eine Holzeisenbahn haben oder Bücher oder sonst was anderes, Spielzeug oder so. Und dadurch haben die direkt den Zugang, aber sind ja immer noch Kinder so oder Jugendliche, Teenager und wissen gar nicht, dass man, oder sind noch gar nicht auf so einer Ebene, dass man zum Beispiel darüber nachdenkt, okay, wenn ich das jetzt mache, was passiert dann mit mir? Geht es mir damit gut, geht es mir damit schlecht? Und ja, die werden dann, haben dann freien Zugang zum Internet und da sind Leute, die machen das vielleicht schon 5 Jahre professionell oder die haben vielleicht einen krassen Selbsterstellungsdrang oder photoshoppen ihre Bilder bis zum geht nicht mehr oder sind 1000-fach operiert, aber sagen es nicht. Und dann ist schon riskant, wenn man Kinder und Jugendliche da reinlässt und die sich dann denken, so, okay, also das sind die normalen Leute, soll hier auch so sein? Was würdest du denn vielleicht dahingehend dann vor allem auch der jüngeren Zielgruppe als Tipps und Tricks mitgeben im Umgang mit Social Media? Also ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ja jetzt 9 Jahre in dem Bereich unterwegs und die allermeisten Leute sind überhaupt nicht so cool und so lustig oder so schön, wie sie im Internet sind. Das ist immer wieder interessant, wenn man irgendwie auch, keine Ahnung, irgendeine große Instagrammerin oder einen ganz bekannten YouTuber, wo man sich denkt, boah, das muss der schönste oder lustigste Mensch aller Zeiten sein. Siehst du den echt und der ist einfach irgendwie nur unfreundlich so oder ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Also das ist auf jeden Fall so ein Ding so. Ihr seht da im Internet nur, was die Leute euch sehen lassen wollen. Was wollt ihr euch sehen lassen? Die krassesten Momente aus ihrem Leben. Gilt für YouTuber wie auch für eure Freunde. Also vergleicht nicht euer echtes Leben mit allen Höhen und Tiefen, was ihr kennt, mit den Highlights von anderen Leuten, die ihr da im Internet seht. Kannst du uns sonst noch ein paar Vor- und Nachteile von Social Media aus deiner Sicht nennen? Ja, ich würde sagen, ein Vorteil ist, dass man jetzt bei keinem mehr anklopfen muss und bei keinem Fernsehsender oder so vorsprechen muss oder am Radiosender, um Sachen zu verbreiten. Das kann man einfach machen über YouTube, über Instagram, über TikTok. Ich bin zum Beispiel auch ein riesen TikTok-Fan. Also ich suchte TikTok bis zum geht nicht mehr. Ich habe meinen Humor gefühlt nochmal so um 2 Stufen geupgradet durch TikTok, weil es einfach, TikTok ist halt auch echt geil in der Hinsicht. Ist aber immer ein zweischneidiges Schwert. Also andererseits hat man dann da Leute, die da irgendwie mit anzüglichen TikToks Werbung für einen OnlyFans-Account machen. Und das ist alles miteinander so vermischt. Nachteile sind auf jeden Fall, also für mich als jemand, der das beruflich macht, ist ein Nachteil, dass man ultra zahlenfokussiert ist. Und dass es sehr, sehr schwer fällt, so die Leidenschaft in diesem eigentlich coolen Beruf aufrechtzuerhalten über lange Zeit, wenn zum Beispiel mal über 1, 2, 3 Wochen oder was auch immer mal View-Zahlen runtergehen oder Likes auf Fotos, das habe ich immer sehr, sehr krass auf mich selbst bezogen und dachte mit mir selbst, ist was falsch. Und das ist sehr, also das ist sehr gefährlich. Ja, das kann man nur sagen. Vorteil natürlich auch, es gibt voll mega viele coole neue Berufe. Ich meine, ich habe ja auch in dem Bereich gearbeitet. Ich habe jetzt ja auch eine Firma gegründet, wo wir auch Influencer-Marketing machen und die gäbe es halt gar nicht ohne Social Media, wenn man sich mal so vorstellt. Wäre das nie erfunden worden, dann keine Ahnung, wo ich jetzt arbeiten würde und keine Ahnung, wo meine Leute arbeiten würden. Aber es ist schon, sind auf jeden Fall interessante Zeiten, aber man muss wissen, wo die Risiken sind. Wie stehst du denn so zum Thema Privatsphäre? Was machst du da, um dich vielleicht auch selber zu schützen? Also ich war immer sehr vorsichtig, meine Adresse nicht rauszugeben oder sowas, einfach weil das ist halt eine Erfahrung, die man macht, dass man so viele Leute da online bespielt oder Kontakt mit denen hat, dass da immer ein paar dabei sind, die sehr schlecht drauf sind oder vielleicht auch einfach böse Leute. Also wenn ihr eine Gruppe von Leuten nehmt, die groß genug ist, dann werden auch zwangsläufig da auch ein paar Leute drin sein, die nicht ganz richtig im Kopf sind und die wollt ihr nicht vor eurer Haustür haben. Da habe ich immer sehr drauf aufgepasst. Ansonsten war ich mitunter auch schon sehr offen mit Sachen, die ich erlebt habe. Ich habe nicht alles geteilt, aber viel.
kenne andere Leute, die sind viel radikaler mit ihrer Privatsphäre, halten viel mehr zurück. Aber ich habe eigentlich mal eine gute Erfahrung damit gemacht, auch mal, kann auch mal Schwäche zu zeigen, offen umzugehen mit Sachen. Ja, aber so Kontaktdaten, so, da bin ich schon vorsichtig. Ist noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen und deinen FollowerInnen mitgeben möchtest? Ja, also ich würde vielleicht nochmal zusammenfassen, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, dann vergesst nicht, dass das die absoluten Highlights sind von den Leuten, die da unterwegs sind, und das ist nicht deren reales Leben. Mit aller Wahrscheinlichkeit zeigen die euch nicht ihre schlechten Tage, sondern nur das Allerbeste, und das muss man im Hinterkopf haben, dass man, ja, das ist ja nicht fair, das ist ja kein fairer Vergleich. Das ist ja kein fairer Vergleich. Das ist so wie euer Auto oder Motorrad, was ihr jeden Tag fahrt, das vergleicht ihr dann mit den hochglanzpolierten Modellen im Autohaus. Das ist ja nicht realistisch. Wenn ihr die da dann rausnehmt und fahrt, dann sehen die nach 2 Tagen auch aus. Wie sonst was. Also, ja, das müsst ihr im Hinterkopf haben. Ich finde es auch gut, dass man ein bisschen drüber nachdenkt, darauf achtet. Okay, wenn ich jetzt heute zum Beispiel 2 Stunden auf TikTok war oder auf Instagram, wie fühle ich mich danach? Und wenn man merkt, ich bin irgendwie angestrengt oder ich fühle mich platt danach oder mir geht es nicht gut, dass man dann mal schaut, liegt es vielleicht daran, dass das jetzt zu viel war? Habe ich da jetzt zu viel gesehen, zu anstrengende Sachen gesehen, dass ich mit Leuten vergleiche, ist auch anstrengend. Und dann vielleicht ein bisschen experimentieren, ein bisschen zurückfahren damit. Das kann ich euch nur raten. Ich kann da auch nicht predigen. Ich bin selbst auch sehr, sehr viel am Handy und auch auf TikTok vor allem. Aber das ist wichtig, dass man so darauf achtet, wie fühle ich mich damit, glaube ich. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dieses Interview. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben super gute Fragen jetzt beantworten können, die vor allem auch für die jüngere Zielgruppe nochmal spannend waren. Deswegen tausend Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen.